Du bist einer von 21, die da eingeladen worden sind, von vielen Jugendlichen zwischen 14 und 18. Wie ist dir gegangen, bis du die Einladung gekriegt hast? Ja, ich habe mich schon gefreut, wie wir die Einladung gekriegt haben, weil ich mir gedacht habe, es ist gut, dass sich die Gemeinde mal engagiert, dass auch was für die Jugend passiert. Ja, ich habe mich als erstes einmal voll gefreut, dass ich da ausgewählt worden bin und habe mir auch gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, dass man eben die Jugendlichen einbezieht. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir das einmal an und ich werde sehen, was da draus wird. Jetzt haben wir einen halben Tag miteinander schon nachgedacht, was es braucht. Wie war das heute für euch, diese Veranstaltung WhatsApp Kronsdorf? Ja, ich habe mir das am Anfang gar nicht so gut vorgestellt gehabt. Nicht so, wie ich glaubt habe. Ich war auch geglaubt, das wird eher angespannter und so. Es war ziemlich produktiv, also man hat auch in einer gemütlichen Atmosphäre praktisch eigentlich ziemlich viel zusammengebracht. Es war sehr gut, weil einfach mehrere Altersschichten waren. Jugendliche, die man auch nicht so viel sieht, dass trotzdem viele Gemeinsamkeiten sind. Man sieht im Leid wieder, weil wir haben uns viel lange nicht mehr gesehen haben. Und dass die Kronsdorfer Jugend wieder zusammenfinden. Es war ein extrem cooler Tag und es ist auch was weitergegangen. Okay, es ist was weitergegangen. Was muss als nächster weitergehen, dass du sagst, das hat es auch gebracht, dass ich da heute dabei war? Was muss jetzt passieren? Die Ideen müssen wir jetzt noch fertig ausarbeiten, dann müssen sie der Gemeinde vorgestellt werden. Also wir werden auch schauen, dass wir den Bürgermeister immer wieder daran erinnern. Ja, dass das auch dann richtig umgesetzt wird. Im Endeffekt muss das halt dann gemacht werden von der Seite von der Gemeinde und von unserer Seite, dass wir da mithelfen, dass da was Gescheites rauskommt. Ja, also ich möchte auch, dass man da an die Themen weiterarbeitet und dass man das Programm so auch vielleicht weiterführt, eben mit so einem Jugendrat oder so. Plätze schaffen, wo Jugendliche einfach miteinander sein können. Wir können das auch in Kronsdorf unter die anderen Jugendlichen verbreiten. Wir können da alle helfen. Und dass nicht dann einfach nur geredet wird, sondern dass das dann auch gemacht wird. Wir sind das zukünftige Kronsdorf. Das heißt, wir nehmen das in die Hand, was mit Kronsdorf geschieht. Und wenn das rauskommt, dann hat das ganze Projekt extrem gut hingehauen.